Liebe Lego-Freunde, herzlich willkommen hier zu diesem News-Video. Leider ist das Thema kein erfreuliches. Tut uns leid, dass wir nach den Preiserhöhungen nun schon wieder eine eher schlechte Nachricht aus der Lego-Welt hier verbreiten müssen. Und zwar geht es mal wieder um rechtliche Angelegenheiten. Ein Thema, das sich ja grundsätzlich großer Beliebtheit unter Anführungszeichen erfreut. Und auch diesmal geht es wieder um ein Lego-Teil, beziehungsweise eigentlich genau um die Idee dahinter. Und worum es jetzt im Detail geht, das klären wir jetzt. Das heißt, ich werde euch hier in diesem Video ein Update zum aktuellen Stand der Dinge geben. Bitte beachtet allerdings, dass ich kein Rechtsexperte bin. Ich kann hier keinerlei rechtliche Auskunft geben. Ich kann nur mal zusammenfassen, was wir aus dem Video von Johnny's World entnehmen können, worum es jetzt geht, was das Problem ist. Und ich würde sagen, dann starten wir auch gleich mal. Und zwar der Punkt, der springende, um den es geht, ist dieses Teil hier. Nicht die Achse, sondern dieses Schaltungselement hier vorne. Das kam zum ersten Mal hier 2018 im Lego Technik 42083 Bugatti Chiron auf. Und das ist jetzt wortwörtlich der Stein des Anstoßes. Beziehungsweise geht es ja, wie gesagt, eigentlich nicht direkt um das Element, sondern um die Technik dahinter. Denn die Technik, mit diesem Ding hier ein Getriebe durchzuschalten, hat Lego 2018, also in etwa zum Release des Bugatti Chirons, auch als Patent angemeldet. Auch da sind wir wieder bei den rechtlichen Feinheiten, Patent, Designschutz, Markenschutz etc. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus, was da jetzt die genauen Unterschiede sind. Schaut da im Zweifel nochmal das Video von Johnny's World, der geht da eher ein bisschen mehr noch drauf ein. Aber auch er ist natürlich kein Rechtsanwalt, sondern auch da in diesem Bezug nur ein Laie, genauso wie ich. Jedenfalls geht es jetzt um dieses Teil oder eben die Idee dahinter, dass man da jetzt ein Patent drauf angemeldet hat. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Lego-Welt oder im Allgemeinen für die Klemmbaustein-Welt und wen betrifft das Ganze jetzt? Gibt es hier für irgendwelche Gruppen dann Nachteile? Und momentan sieht es ganz danach aus. Allerdings nicht für Lego-Fans, die wirklich Puristen sind. Also wenn ihr wirklich nur rein mit Lego baut und Lego-Bausätze kauft und keine alternativen Hersteller, insbesondere keine alternativen Technikhersteller, die dieses Element verwenden, dann habt ihr nichts zu befürchten. Dann bleibt alles beim Alten, darum geht es nicht. Es geht dementsprechend auch nicht um die Lego-Händler oder größere Spielzeugketten, die Lego-Produkte vertreiben, darum geht es auch nicht. Es geht hauptsächlich um alternative Anbieter, die dieses Element verwenden, vor allem natürlich die Technik-Alternativen aus Asien verwenden solche Teile natürlich auch stärker. Und da sind wir dann auch bei dem Punkt, da können die nicht einfach das Teil optisch verändern, so wie sie es ja vielleicht auch bei einzelnen anderen Teilen schon gemacht haben, also dass sie nicht die exakt gleiche Gussform verwenden. Was ich jetzt mitbekommen habe aus dem Video von Johnny's World bzw. aus dem Live-Chat währenddessen, da wurde eine ähnliche Frage gestellt. Das hat Johnny verneint, da ja, und das ist das, was ich meine mit der Idee dahinter, dass das Teil an sich nicht eingetragen ist, beziehungsweise die genaue Form davon nicht, sondern eben die Idee, wie funktioniert ein Getriebe mit dieser Schaltungsidee. Das ist eingetragen, so zumindest habe ich es verstanden. Das bedeutet, alternative Hersteller können nicht einfach das Teil mit einer neuen Gussform spritzen, es optisch etwas abändern. Das würde zumindest laut Johnny nichts ändern. Wie gesagt, keine Rechtsberatung. Trifft es jetzt allerdings nicht, also es trifft allerdings nicht nur alternative Hersteller, es trifft auch Mocker. Und da sind wir dann beim springenden Punkt. Und zwar muss man das jetzt wieder unterscheiden zwischen den Mockern, also Mock My Own Creation, zwischen den Fan-Designern, die jetzt Modelle mit solchen Getrieben bauen und davon Bilder ins Netz stellen, bei denen man nicht sieht, dass dieses Element verbaut wurde, dann sollte euch eigentlich nichts passieren, da man ja keinen Röntgenblick hat und dementsprechend die Technik innen drin nicht sieht. Entwerft ihr allerdings Anleitungen zu eurem Modell und stellt die dann auch noch auf Plattformen wie Rebrickable und man sieht dieses Element ganz deutlich, und vielleicht verkauft ihr die auch noch, also ihr gebt sie nicht gratis raus, sondern ihr verkauft sie auch noch, dann kann das zumindest laut Johnny auch rechtliche Folgen haben,
über die Höhe des Streitbetrages da Johnny ein paar Worte auch dazu gesagt. Da enthalte ich mich mal lieber, aber zumindest sagt er, dass es dementsprechend auch tatsächlich Mocker treffen kann. Dann kann es auch Privatverkäufer treffen, die Sets von alternativen Herstellern, die sie in China gekauft haben oder auch vielleicht in der Europäischen Union, in Europa gekauft haben und das dann weiterverkaufen. Auch die, meint Johnny, könnte es dann treffen, dass Lego gegen die dann vorgeht, in welcher Form auch immer. Das jedenfalls ist mal das Problem. Damit hätten wir mal geklärt, wer betroffen ist. Jetzt kann man sich da natürlich Lösungswege ausdenken. Was macht man? Lässt man das Teil komplett weg? Nimmt man wieder hier die Vorgänger? Das sind nämlich diese Elemente hier, bei denen man allerdings immer nur zweimal, also das sind diese, ihr kennt es ja alle, das sind diese Teile. Ich hoffe, der Fokus geht drauf. Schauen wir mal, diese Schaltungselemente werden ja genau durch diese Switcher quasi, durch diese Gear-Shift-Teile hin und her bewegt. Ist die Frage, ob man jetzt wieder zurück als Mocker auf die alten da zurückgreift oder wie man das macht. Lösungswege müssen wir uns jetzt überlegen. Es ist die Frage, was passiert in den nächsten Tagen. Vielleicht gibt es auch ein offizielles Statement von Lego zu dieser Thematik. Andererseits wundert es mich, dass dieses Thema genau jetzt zur Sprache kommt, denn die Eintragung zum Patent läuft ja eigentlich seit dem Release eben des Lego Technik 42083 Bugatti Chirons. Jedenfalls wollten wir euch in diesem Video einfach mal den aktuellen Stand zusammenfassen, worum es geht und was jetzt als nächstes passiert, das wird die Zukunft zeigen. Wir sind gespannt, ob sich Lego zu einem, also ein Statement veröffentlicht, ob sich Lego da öffentlich dazu äußert. Wir werden es sehen. Für dieses Video verabschiede ich mich jedenfalls mal. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.